Ich grüße euch, liebe Dampferdampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Heute kommen wir zu der Geekvape Aegis Legend 2. Ist ein Kit, das heißt Verdampfer und Akkuträger, wird auch teilweise unter dem Namen L200 geführt. Und ich werde euch in dem Video erklären, wieso ich finde, dass es momentan auf dem Markt von der Preis-Leistung das beste Gerät ist. Wir werden das schnell und kurz abhandeln. Ich will so eine kleine, ich erzähle euch, was in dem Video vorkommt. Wir werden erstmal von Grund auf erklären, was ist das Ganze, schnell und kurz. Wir werden dann auf den Tisch gehen, da werden wir uns angucken, okay, erst Inbetriebnahme, worauf muss der achten bei dem Gerät, wie funktioniert was, ist alles total unkompliziert, man muss es halt einmal gesehen haben. Danach gehen wir ins Fazit, das heißt, wir werden das Ganze dampfen. Dem einen oder anderen ist ja irgendwie wichtig, wie viel Dampf da rauskommt, werde ich dann auch zeigen. Und dann werde ich noch Sachen erzählen, die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und das war's für dieses Video. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das hier ist der Akkuträger und der Verdampfer, deswegen heißt das Kit. Du kannst die Sachen natürlich auch separat erwärmen. Also hier Akkuträger, sagt ja der Name schon, das ist das Teil, was die Akkus trägt. Du hast hier unten eine Akkufachklappe, zack, die ist so zu öffnen. Und da sind die beiden Akkus drinne. Die Akkus kriegt ihr bei ja, verschiedenen Sachen. Da, wo ihr das Gerät kauft, könnt ihr im Normalfall, also wenn ihr es im Dampfershop kauft, im Offline-Shop, im stationären Handel oder im Online-Handel, kriegt ihr auch die passenden Akkus zu kaufen. Die sind nicht beigelegt bei dem Gerät, außer ihr kauft irgendwie so ein Set. Ansonsten sind die immer separat zu erwärmen. Momentan von der Preis-Leistung am besten sind diese Akkus hier. Ich werde euch den Link auch unten in die Beschreibung reinpacken. Molicel P26A. Kosten zwischen 5 bis 10 Euro im Stück, pro Stück. Halten aber auch ewig lange durch. Ungefähr wie ein Handy-Akku. Könnt ihr damit 2 bis 3 Jahre dampfen. Ihr könnt dann natürlich noch überlegen, holt ihr euch später. Ihr könnt natürlich erstmal ein Gerät aufladen. Später könntet ihr euch ein Ladegerät holen. Nochmal 2 Akkus mehr. Könnt 2 Akkus aufladen, die hier leer dampfen. Die leeren Akkus ins Ladegerät und die vollen in die E-Zigarette. So müsst ihr dann nicht während, ihr könnt zwar dampfen, während das auflädt, aber dann hängt ihr da nicht mit einem Kabel irgendwie an einer Powerbank oder sonstiges. So, das wäre das. Ansonsten, der Akkuträger, der ist wasserfest und stoßfest. Wir haben das Ganze auch im Livestream ausprobiert. Wir haben den in eine Schüssel mit Wasser gestellt und der ging danach ohne Probleme. Ansonsten, du kannst hier, wenn du willst, kannst du diese Teile hier austauschen. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben den Akkuträger. Gibt auch irgendwie irgend so eine Ami-Seite, weiß nicht mal, wie sie heißt, wo du verschiedene Muster hier bestellen kannst. Gibt es dann in Jeans, Optik und sonst was. Ist aber, finde ich, ein bisschen Spielerei. Ansonsten, hier vorne hast du einen Bildschirm, da ist das Ganze. Hast hier 3 Tasten. Hier ist einmal das zum Feuern, also dass du Liquid verdampfst. Und hier unten hast du Plus und Minus. Damit kannst du halt die Leistung verstellen. Du musst hier keine Temperatur, gar nichts einstellen. Gibt zwar einen Modus, der kann das machen, müsst ihr euch aber mit dem Thema beschäftigt haben. Macht in der Praxis eigentlich keiner irgendwie mit einer Temperatur rumspielen. So, jetzt ist der Akkuträger gerade an. Wenn ich ihn ausschalten will, drücke ich 5-mal, zack, ist er aus. Und dann könnt ihr dann zum Beispiel auch in die Tasche stecken oder so. Jetzt passiert hier überhaupt gar nichts, der ist komplett aus. Wieder 5-mal drücken, ist er an. So, zack. Und dann könntet ihr loslegen. Ja, wenn ich jetzt drauf drücke, sagt er nur Atomizer, also gerade ist hier oben nichts drin. Deswegen zeigt er das Ganze an, wie gesagt, plus minus. Die erste Coil, also das Verschleißteil in der Mitte, gucken wir uns gleich auf den Tisch an, was ihr austauscht. Die erste, die drin ist, ist von 70 bis 80 Watt. Das heißt, ihr könnt euch in dieser Reichweite bewegen. Ihr könnt euch drunter bewegen, wenn ihr den mit 50 Watt benutzt, kein Problem. Aber nicht wesentlich drüber, weil er dann relativ schnell verbrannt schmeckt. So, das war das Ganze. Ihr könnt jetzt hier an der Seite, das haben relativ wenig Akkuträger, könnt ihr das Ganze locken. Das heißt, wenn er hier jetzt runter drückt, steht er lockt. Das heißt, du kannst jetzt weder feuern, also kannst nicht dampfen, noch kannst du hier irgendwas verstellen. Was ist die Funktion davon? Wenn du das machst, kannst du in die Tasche stecken und nichts passiert. Das heißt, musst nicht unbedingt ausschalten. Wenn du jetzt wieder hoch machst, ist das Ganze unlocked. Das heißt, ne, wieder offen. Du kannst wieder verstellen und kannst wieder ganz normal weiter dampfen.
Ansonsten gibt es auch noch eine Option, du kannst alle Tasten gleichzeitig drücken, zack, und dann ist der Bildschirm dunkel. Ja, zeigt jetzt bloß an, weil kein Verdampferkopf drauf ist, wenn du rauf drückst. Ansonsten hier verstellen kannst du nichts mehr, ist jetzt so gespeichert, kannst aber weiter dampfen. Das wäre noch eine Option, falls euch das da irgendwas hilft. So, wieder alle drei drücken, ist wieder alles da. Das war eigentlich soweit das, was ihr mit einem Akkuträger machen könnt und müsst. Viel mehr müsst ihr nicht beachten. Wichtig ist bloß, die richtigen Akkus da zu kaufen. Hier oben ist was zum Aufladen. Das haben einige als Nachteil angesehen, weil du kannst, wenn du willst, kannst du hiermit halt rumspielen, weil das Ganze relativ leicht zu öffnen ist. Ist halt hier so eine Gummilippe quasi, die sitzt auch gut drauf. Wenn dann jetzt wirklich, wenn dann duschen gehen wollt mit dem Ding, müsst ihr wirklich gucken, dass das hier auch zugedrückt ist, also dass das richtig drauf sitzt, weil sonst kann natürlich Wasser hier in den Typ C Ladeschacht eindringen. Ihr habt in der Packung, habt ihr ein Ladekabel mit, aber dieses Typ C ist quasi der USB-Anschluss, wo das Ganze so rum wie auch so rum reinpasst, also wie bei jedem aktuellen Android-Handy. Ja, das wäre das Ganze. Mich stört die Lippe nicht. Am Anfang habe ich auch ein bisschen damit rumgespielt, aber ja gut. Also ich finde es kein Negativpunkt. So, kommen wir zum Verdampfer. Das ist dieses Ding hier. Kann man natürlich auch separat kaufen. Und ich finde tatsächlich unabhängig von dem Paket, dass es momentan geschmacklich der beste Verdampfer auf dem Markt ist. Hat, finde ich, auch Vorteile, ist so für mich der erste, den gibt es so in der Form eigentlich schon seit 2018, ist der erste für mich richtig durchdachte Verdampfer. Der hat ein paar Sachen kombiniert, die ich einfach ziemlich genial finde. Erstmal sieht er relativ schlicht aus, heißt der Geekvape Z-Sub oben. Das Z steht für Zeus, das haben sie dann irgendwann einfach nur noch Z genannt. Hast hier auch, ne, eine Hand und ein Blitz drauf, und hier ist ja wieder eine Hand und ein Blitz drauf. Das ist die 2021er Version. Das heißt, wenn du den als Set kaufst, ist es der Geekvape Z Sub Ohm 2021. Hat aber zum normalen Z Sub Ohm vom Geschmack und sonst was keine Unterschiede. Einziger Unterschied ist, dass das hier so designlich so ein bisschen schmaler aussieht und du einen halben Milliliter mehr Füllvolumen hast. 5,5 Milliliter müssten das hier sein. Du kannst aber das Glas tatsächlich auch bei dem normalen Z-Sub-Ohm einsetzen und dann hast du dasselbe Füllvolumen. So, das ist der Verdampfer. Der Riesenvorteil ist, du hast die Luftzufuhr oben. Hier ist die Luftzufuhr und nicht da unten. Bei den meisten Verdampfern ist die Luftzufuhr nämlich da unten. Und das heißt, dass er dir auch auslaufen kann. Das ist gerade am Anfang, denke ich, für viele was sehr Abschreckendes, wenn du halt ja, irgendwie die ersten 2 Tage deine E-Zigarette hast und dann hast du in der Tasche und dann läuft was aus. Oder ja, vielleicht in einer Damenhandtasche vielleicht, oder du hast den in einer Jeans-Tasche und hast dann da einen Fleck an ungünstigen Stellen. Da denken sich die Leute, dass du dich sehr freust, wenn du ins Büro kommst. Das sind dann, glaube ich, etwas ja, blöde Momente. Ansonsten, von der Befüllung finde ich den super genial. Du hast wie in vielen anderen Bereichen einen einfachen Bajonettverschluss. Das heißt, du drehst hier einfach nur zack. Ja, am besten Verdampfer war nicht ganz aufgeschraubt, so zack. So, und weiter gedreht geht er nicht. Und dann ziehst du einfach hoch und kannst hier dein Liquid einfüllen. Nicht in die Mitte, weil da zieht er, da kommt die Luft raus. Also dadurch ziehst du einen Dampf ab quasi hier oben. Sondern an der Seite reinfüllen. Die Löcher sind auch ordentlich groß. Da passt jede Flaschengröße mit rein. Ob er es hier reinfüllt oder an die Seite füllt, ist vollkommen egal. Und wenn er dann wieder zumacht, so sieht oben das Teil aus, wenn er es dann wieder zumacht, einfach aufsetzen. So, zack, und dann drehen und zu ist er. Geht niemals in der Tasche auf, damit hat er überhaupt gar keine Probleme. Das oben ist das Mundstück. Ja, bei mir sitzt das gerade nicht ganz drauf. Kannst nämlich hier rausziehen und dann kannst du auch ein anderes Mundstück benutzen. Ich finde das aber genial. Ich sehe hier überhaupt gar keinen Nachteil. Finde auch optisch passt das ziemlich gut zusammen. So, dann würde ich sagen, gucken wir auf den Tisch und gucken uns an, wie du das in Betrieb nehmen kannst. Und dann kommen wir auch direkt zu einem Fazit. Ich puste mal mit der anderen rein, weil wir die ja jetzt erst in Betrieb nehmen. Bis auf den Tisch.
So, herzlich willkommen auf den Tisch. Das hier ist das Gerät und das sind so die Sachen, die wir zuerst in Betriebnahme brauchen. Wenn ihr euch für ein Gerät entschieden hattet, ob es das ist oder ein anderes, holt euch am besten gleich Coils dazu. Die kommen im Normalfall, ist so ein bisschen von Firma zu Firma ein bisschen unterschiedlich. Im Normalfall sind die aber im 5er-Paket. Die müssten so preislich um die 13 Euro liegen. Das heißt, ihr habt dann 5 von den Dingern, die ihr austauschen müsst, zack. Und die gibt es dann auch in verschiedenen Stufen. Kommt immer darauf an, welche Leistung ihr bevorzugt. Die anderen sind jetzt abgeschnitten, das ist eigentlich so eine 5er. Was sagst du da, Batterie oder sonst was? Und hier habt ihr die, das Verschleißteil quasi, was ihr austauscht. Gucken wir uns jetzt an, drin. Wie lange hält ein so ein Verschleißteil quasi, das was ihr austauschen müsst? Zwischen 2 und 6 Wochen, je nachdem wie er dampft. Ich finde die persönlich geschmacklich am besten, sind die Z02 Coils 0,2 Ohm, die von, hier hinten steht es drauf, von 70 bis 80 Watt gehen. Gibt aber 4 verschiedene, für die könnt ihr euch mal angucken. Gibt welche, die bis 90 Watt gehen, die habe ich noch nicht ausgetestet, weil ich nicht vermute, dass sie besser als die schmecken. Werde es aber noch austesten. In dem Paket selber habt ihr 2 drin, deswegen würde ich sagen, kommen wir gleich zu denen. Ansonsten braucht ihr natürlich die 2 Akkus, wie wir oben schon gezeigt haben. Falls ihr ein Ladegerät habt und aufgeladene Akkus unterwegs mitnehmen wollt, gibt es hier so eine Cases, wo ihr quasi, oder ja, halt Hüllen für die Akkus, wo ihr 2 Akkus einfach reinpacken könnt, hier ein, da ein, zack, und dann ist er in der Tasche geschützt, kommt mit nichts anderem in Kontakt. Und damit könnt ihr vollkommen sicher Akkus transportieren. Die gibt es teilweise auch beim Kauf dazu, wenn ihr irgendwo mal größer im Vape-Shop einkauft oder 50 Cent kosten die, glaube ich, so, wenn ihr die normal kaufst. Genau, Liquid. Für die Leute, die mit Nikotin umsteigen, was ich definitiv empfehlen würde, wenn er von der Zigarette kommt, würde ich 3 Milligramm Nikotin nehmen. Das ist den meisten vollkommen ausreichend. Darüber kann es dann sehr kratzig, sehr nikotinmäßig, also dieser Nikotineingeschmack könnte sehr betont werden. Ich selbst dampfe auch mit 3 Milligramm Nikotin und finde das am angenehmsten. Einen Rauchumstieg ohne Nikotin würde ich nicht empfehlen, weil Nikotin definitiv nicht das Schlimme in den Zigaretten war, sondern der Rest da drin, da ist die Wissenschaft sich auch einig. Wer da Interesse hat, guckt euch mal die Videos von Bernd Meyer an. So, wir kommen jetzt zu dem Paket. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt hier die schwarze Version, wie gesagt, verschiedene Versionen. Da hast du dann nochmal so ein bisschen Marketinginformationen, dass es IP68 zertifiziert ist, also Wasser- und Stoßgeschützt. Ja, der Rest ist eigentlich relativ uninteressant, dass halt die Luftzufuhr, die Airflow, dass die oben ist, dadurch halt kein Auslaufen, ja, dass du 2 Akkus brauchst, dass du nicht auslaufen kann, dass er bis 200 Watt geht, aber wie gesagt, das könnt ihr ignorieren, das sagt nichts über die Qualität eines Akkuträgers aus. Dann, was ihr hier an Zubehör drin habt, aber das werden wir uns jetzt hier im Paket erarbeiten. Genau, wenn er den abmacht, habt ihr hier das Paket, zack. Sitzt manchmal so ein bisschen doller drauf. Habt ihr hier nochmal so Gefahrenhinweise, wie es halt so bei elektrischen Geräten gang und gäbe ist. Zack, das sind die beiden Sachen. Ihr habt da nochmal eine Benutzeranleitung. Müsste auch auf Deutsch sein. Was ich immer ziemlich interessant finde, ist so eine Explosionszeichnung. Also das Ding, wo du siehst, wie das Ganze aufgebaut ist. Werde euch auch sagen, wie ihr den reinigen könnt. Das ist relativ unkompliziert. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht mal, bei was für einer Sprache wir hier sind. Wir gucken uns das alles aber an. Hier ist nochmal so eine Garantiekarte, falls ihr irgendwie Probleme mit dem Gerät habt. Und hier ist dann euer Akkuträger. Ne? Akkus braucht ihr, sind nicht im Lieferumfang mit dabei, weil es wird so oft nachgefragt. So, haben wir uns ja unten schon angeguckt. Das sind so die einzigen Spuren, die ihr bei mir bekommen hat, wo ich verschiedene Verdampfer aufgeschraubt habe. Gibt auch so Plättchen, die kann man sich drunter packen. Da aber, wenn der Verdampfer drauf ist, du das Ganze nicht siehst, ist mir das persönlich egal. Und für mich ist eine E-Zigarette ja ein Alltagsgegenstand, Gebrauchsgegenstand. Am Anfang, das haben viele Leute bemängelt, ah, der Bildschirm zerkratzt so sehr. Nee, da ist eine Folie sehr eng anliegend drauf, die könnt ihr runterholen. Da meinten die Leute auch, nee, da ist keine Folie. Und dann, ah doch, da ist doch eine Folie. Ja, das heißt, wenn ihr hier dolle Kratzer drauf habt, könnt ihr die Folie abmachen, sonst lasst die drauf.
Ansonsten Katze habe ich jetzt hier bei mir nicht gesehen. Wasser ist hier in der schwarzen Version ist sehr fingerabdruckfreundlich, also die siehst du gut, aber quasi auch nur, wenn du sehr nah dran bist. Genau, hier kannst du ja locken, ne, zack, kannst du locken und entlocken. So, das war das Ganze und hier ist das Aufladeding. So, das war das über Typ C. Wie gesagt, Kabel ist mit drin, sehen wir gleich. Können wir das hier erstmal rausnehmen. Na komm schon. Ist immer sehr kompakt verpackt. So, dann haben wir das beides mit drin. Hier ist nochmal so ein Zubehörteil. Das heißt, ihr habt da verschiedene Sachen drin. Zum einen halt das USB-Kabel. Ihr braucht dann noch einen Wandadapter, ne? Das, was an die Wand reinsteckt, in die Steckdose, wo ihr dann den USB-Ding, das USB-Kabel reinsteckt. Könnt natürlich auch über einen Rechner aufladen. Da geht es aber sehr, sehr langsam. Ja, das war das Ganze. Wie gesagt, ihr könnt auch ein eigenes nehmen, wenn ihr ein längeres Kabel habt. Das ist es natürlich eine gute Sache. Ihr habt nochmal ein Ersatzglas. Die Gläser gehen zwar nicht so schnell kaputt, kann aber immer mal sein, dass da ja, fällt euch irgendwie aus der Hand auf den Betonboden. Da sollte nichts am Akkuträger kaputt gehen, aber das Glas, wenn es darauf fliegt, geht natürlich kaputt. Ist so eine Art Sicherheitsglas. Das heißt, ihr habt dann keinen Schermhaufen in der Hand, sondern so größere gebrochene Stücke. Meistens habt ihr erstmal nur einen Riss drinne und dann tauscht das Ganze aus. Und die Dinger kannst du natürlich auch separat nachkaufen. Sind relativ teuer, ist ein kleines Glas, aber zahlst da teilweise 2 Euro für so ein Glas, was glaube ich ja den Materialpreis bei weitem übersteigt. Hier hast du nochmal Dichtungsringe. Dichtungsringe sind quasi die Dinger, sehen wir gleich im Verdampfer, die dann oben, unten und so weiter eingesetzt sind. Im Normalfall musst du die nie austauschen. Sag mal, wenn das Gerät jetzt irgendwie 1, 2 Jahre benutzt und dann kann es mal sein, dass irgendwie, ich hatte es jetzt auch bei allen, dass unten halt der Dichtungsring porös wird mit der Zeit, dann tauschst du den halt einfach aus. Die Dinger gibt es aber auch alle separat nachzukaufen und du hast nochmal kleines Werkzeug, ich habe es nie benutzt, womit du die Coil rausholen kannst. Das ist ja fast ja, so ein bisschen Hebelwirkung, fast wie, nur so, wie so eine kleine Zange. Relativ lustig. Zeigen wir euch oder zeige ich euch, bin alleine hier, alles. Und dann ist nochmal der Ersatzcoil mit dabei. Ihr habt einen direkt im Verdampfer drin und einen habt ihr dann quasi in der Packung mit dabei liegen. Das sind zwei verschiedene. Der dabei liegt, ist der mit 0,4 Ohm. Hier dieser, der für weniger Leistung gedacht ist. Der ist von 50 bis 60 Watt. KA1 steht für Kanthal. Das ist Material, was da drin ist. Kanthal ist der, das Teil, was sich, das Metall, was sich aufheizt, das Sieb in der Mitte. Und 0,4 Ohm Widerstand. Ja, der Widerstand sagt so ein bisschen aus, ja, je höher der ist, desto weniger Leistung brauchst du im Normalfall, desto früher bei wenig Leistung springt der Coil an. So, dann haben wir hier, ist aber auch so eine Info, die ihr nicht unbedingt braucht. Wichtig ist bloß, dass ihr einen von denen benutzt. So, und dann haben wir hier nochmal einen Verdampfer mit drinne. Ich würde euch immer empfehlen, am Anfang, egal welches Gerät ihr kauft, das Ganze einmal aufzuschrauben, damit ihr wisst, wie das in der Praxis funktioniert. Dann besser als wenn alles dann mit Liquid getränkt ist. So, das haben wir ja oben schon gezeigt und hier sind halt diese Dichtungsringe. Kann sein, wenn du mal irgendwie aufschraubst, dass der verrutscht und du drehst dann wieder zu und dann hat es den zerquetscht und sehr unwahrscheinlich, aber in dem Fall kannst du die halt austauschen. Ja, hier ist das Logo nochmal mit drauf. Das oben ist die Luftzufuhr, die hatte ich oben noch nicht gezeigt. So, die drehst du auch und hier ist sie am Ende quasi, kannst du dich weiterdrehen. Das heißt, jetzt ist geschlossen. So kannst du nicht dampfen, weil da kein Dampf rauskommt und so ist dann wieder offen. Ich benutze ihn vollkommen offen. Hier siehst du, hier ist auch irgendwas gerade mit einem Dichtungsring. Hab mal halt extra für das Video sauber gemacht. Muss ich dann mal nachgucken. Ja, das ist das Ganze. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wo das Ganze nicht perfekt ist. So sieht er unten aus. Wird dann natürlich hier, das ist der 510er-Anschluss, wird dann hier einfach raufgeschraubt. Zack. Passt auch, die haben alle Akkuträger haben 510er Anschluss und alle modernen Verdampfer der letzten 5, 6, 7, 8 Jahre, also alle, die ihr findet, haben diesen 510er Anschluss. Das heißt, sind alle miteinander kompatibel, musst halt hier bloß gucken, wenn du einen anderen Verdampfer haben willst, dass der von der Breite rauf passt. Das findest du dann immer online in den Shops zum Beispiel in der Beschreibung oder wenn du in deinem stationären Handel
nachfragst. Wie wechselt man das Ganze jetzt auf? Oben war ja nachfüllen. Da drehst du auf, zack, hier und kannst nachfüllen. Und hier irgendwo ist der Dichtungsring verrutscht. So, zack. Und dann ist wieder zu. Und wenn du den Coil austauschen willst, das heißt, ja, so nach 2 bis 6 Wochen, irgendwann schmeckt das Ganze verbrannt. Was machst du dann? Schraubst den ab vom Akkuträger, haben wir ja gerade gezeigt. So, und dann drehst du hier einfach unten auf. Ist auch nicht mit viel Kraft verbunden. Einfach aufdrehen, zack. Und da steckt der Coil drinne. Das ist das Verschleißteil. Das ist jetzt hier unten die Base. Ich habe das immer so gemacht. Immer wenn ich den austauschen musste, wenn es dann mal nicht mehr geschmeckt hat, verbrannt geschmeckt hat. Also was heißt verbrannt? Das schmeckt dann so leicht, so irgendwie so ganz, ganz leicht fängt es an und dann weißt du, okay, ich tausche den aus. Ja, hier steckt er drinne. Und du kannst gerade, wenn er bei dir ankommt, mal gucken, ob der richtig drinne sitzt. So zum Rausnehmen, entweder so einfach dran ziehen oder hier rausdrücken. Es geht meistens auch mit den Fingern unproblematisch. So zum Beispiel. Ansonsten nimmst du einfach irgendwie Rückseite, also nimmst da das Werkzeug, was dabei war, kannst das raushebeln oder nimmst den Gabelrücken oder irgendwas. Meistens kriegst du ihn aber mit den Fingern problemlos rausgezogen. So sieht dann das Teil aus. Hier. Und was ihr seht jetzt hier 2 Aussparungen für den Flügel. Da ist eine Aussparung und da ist eine Aussparung. Und das ist hier der Coil, das Verschleißteil. Hier, das ist der beigelegte und zwar ist es der Kantal auch 0,2 Ohm, also ein bisschen niedriger, nicht 0,4 Ohm. Und der geht dann nämlich von 70 bis 80 Watt. Den benutze ich auch am liebsten, finde den bei 80 Watt vom Geschmack phänomenal. Den anderen finde ich auch gut, aber geschmacklich finde ich, ist hier nochmal ein Sprung nach oben. Für die Leute, die aber sagen, na, ich will lieber bei 50 Watt unterwegs sein, da würde ich dann lieber den anderen Coil nehmen, weil er näher an der Leistung dran ist, die er benutzt. In der Mitte habt ihr so ein, ja, sieht so ein bisschen aus wie ein Gartenzaun, habt ihr so ein, ja, Sieb, kannst du sagen, aus Kantal. Und in der Praxis funktioniert das so, ist auf den Akkuträger drauf, du drückst da den Feuertaster, das Sieb erwärmt sich und da drumherum ist Watte, die mit Liquid vollgesaugt ist und dadurch entsteht dann Dampf, ne, weil das Liquid wird verdampft, was in der Watte hängt. So, wenn ihr den jetzt habt, ich mache das immer so, ich nehme den raus, schnappe ich mir mein Liquid, zack, drehen wir auf. Das war eine schwere Geburt. So, dann war das Ganze. Und dann mache ich Folgendes. Ihr müsst es nicht unbedingt machen. Ihr geht aber damit sicher, dass er nicht von Anfang an verbrannt schmeckt. Weil wenn er einmal wirklich verbrannt schmeckt, müsst ihr den austauschen. Das heißt, dann sind 3 Euro, was so ein Coil ja ungefähr kostet, aufgebraucht. Ich gebe überall, da wo du Watte siehst, einfach mal einen Tropfen Liquid drauf. Ihr müsst den nicht ertränken oder sonst was. Einfach einen Tropfen draufgeben. Ihr müsst es nicht unbedingt machen, aber teilweise hast du das in der Produktion sehr, sehr selten, dass die Watte einfach ein bisschen zu dick auflegt, zu stramm und dann kriegt das am Anfang nicht hin, dass er sich das Liquid ranzieht. So, das war das. Und hier in der Mitte könnt ihr ruhig auch mal, da seht ihr auch die Watte, einfach seitlich so auf die Watte mal einen Tropfen raufgeben, zack. Muss nicht zu viel sein, weil sonst läuft es bloß unten wieder raus. So, habe ich einfach ein bisschen raufgegeben. So, fertig. Und dann können wir den Ganzen wieder einsetzen. Damit geht ihr immer auf Nummer sicher, dass er am Anfang gleich perfekt funktioniert. Dann setzt man so ein, wie die Flügel sind. Ihr habt ja jetzt hier auch gesehen, da sind Flügel, zack. Hier, die sollten drinnen sitzen, weil ansonsten geht der Verdampfer nicht ganz zu. Und dann könnte er dir nämlich auch auslaufen. So, zack. Kann sein, dass es am Anfang ein bisschen schwieriger geht. So übrigens könnt ihr das Glas auswechseln, ne? Wenn es kaputt gegangen ist oder wenn dann abwaschen wollt, nicht auswaschen, während der Coil, den ihr noch benutzen wollt, drinne ist. Weil wenn der einmal, wenn die Watte einmal mit Wasser voll gesaugt ist, muss die erstmal wieder trocken werden, müsste dann auf der Heizung irgendwie trocknen oder sonst was oder 2 Tage liegen lassen. Das heißt, auswaschen heißt alten Coil rausnehmen, einmal alles unter Wasser anhalten. Und dann könnt ihr loslegen. Wir können jetzt unten das Teil wieder raufschrauben. So, zack. Und fertig ist das Ganze. Können wir den auf den Akkuträger packen? Hier haben wir den Akkuträger. Zack, einmal rauf.
gucken, dass er den noch nicht anmacht und dass er noch nicht feuert. Kriege ich auch immer wieder Nachrichten, dass die Leute, um zu gucken, ob das Gerät überhaupt funktioniert, den Tank aufschrauben und dann erstmal losfeuern. Weil die Watte noch trocken ist, weil noch kein Liquid drin ist, schmeckt der Coil dann gleich verbrannt und du kannst den Coil austauschen. Das heißt, am besten nicht berühren, während er drauf ist, oder Feuer ausmachen. Wenn er jetzt ausmacht und fünfmal quasi raufdrückt, dann feuert er ja auch schon. Das heißt, wenn ihr vergessen habt, auszumachen, dann lasst es einfach und drückt währenddessen nicht hier rauf. Das haben wir geschafft. Das heißt, wir nehmen uns jetzt den, zack, wieder aufgedreht, füllen hier Liquid ein. Ja, reicht eigentlich am Anfang, wenn dann dreiviertel voll macht. Ungefähr, zack, einfach reindrücken. So, reicht für mich jetzt aus, ist ungefähr halb voll. Guckt, dass er den jetzt nicht eine Minute offen stehen lasst, sondern dass er danach einfach wieder zudreht. So, und dann war es das auch schon. Mehr müsst ihr nicht machen und ansonsten jetzt nochmal 5 Minuten warten, weil der Coil halt frisch ist. Die Watte saugt sich jetzt richtig schön voll. Was man auch noch machen kann, was ich immer mache, ohne zu feuern, wie gesagt, immer noch nicht hier raufdrücken, einfach mal zudrehen hier, zack. Und dann die Luftzufuhr, wenn die zu ist, einfach zwei, dreimal schön lange hier dran ziehen. Was heißt schön lange? So 2, 3 Sekunden, jetzt auch nicht übertrieben. Nicht wie ein Berserker, einfach zwei, dreimal normalen Zug dran nehmen, bloß ohne raufzudrücken. Und dadurch ist die Watte durch den Unterdruck, saugt sich die richtig schön voll. Und dann nochmal 3 Minuten warten und dann könnt ihr loslegen. Loslegen würde ich dann, der geht jetzt von 70 bis 80 Watt. Ich würde dann auf 40 Watt gehen, würde mal dran ziehen. Denkt dran, wieder hier oben aufzudrehen, weil ansonsten kriegt er da nichts raus, die Luftzufuhr. Auf 40 Watt, ob da schon was passiert, dann gehst du in 5 Watt oder in 10 Watt Schritten höher. Das heißt, gehst auf 50 Watt, oh ja, passt auch. Gehst auf 60 Watt, oh ja, passt auch. Nimmst da 2, 3 Züge, gehst auf 70, 3, 4 Züge und dann kannst du auf 80 Watt gehen und dann funktioniert das ohne Probleme. Damit schließt du eigentlich jedes Problem aus mit den Coils. Nachfüllen würde ich das Ganze ungefähr so, wenn es, ihr seht ja hier jetzt, quasi den Eingang da unten, wo das Liquid zur Watte fließt, und denselben Eingang habt ihr auch auf der anderen Seite, so dass, wenn er gerade steht, dass er beide Seiten noch problemlos erreicht, das Liquid nachfließen kann. Deswegen nicht komplett leer dampfen, weil dann ist die Watte natürlich auch trocken und wenn du dann weiterziehst, schmeckt er auch verbrannt. So, ja, und dann einfach wieder nachfüllen. Ihr müsst auch nicht für jedes Liquid einen neuen Coil benutzen, das wäre ziemlich teuer. Nee, einfach ein Stück weit runterdampfen, bis er hier vielleicht bei dem Knick sitzt und dann das nächste Liquid nachfüllen, ist das alles unproblematisch. So, wir wechseln nach oben, dampfen das Ganze und dann gibt es ein kleines Fazit. Einzige, was wir noch machen müssen, ist natürlich die Akkus einsetzen. Hast halt hier unten deine Akkufachklappe, zack, und da drückst du das Ganze einfach nur in die Richtung, zack, so, und offen ist er. Da siehst du dann die beiden Felder, plus ist die Sache da, wo der Knubbel oben ist auf dem Akku und minus ist die Seite, wo er blank ist. Das heißt hier, das ist plus. Das heißt, wir packen das jetzt, warte mal in der Kamera, so, hier packen wir es rein. Da ist plus unten, zack. Das ist die blanke Seite oben. Und wie gesagt, blanke Seite ist minus, da unten will er minus haben, zack. Reingepackt und fertig ist das Ganze. So, und dann nur noch zu. Zum Zumachen könnt ihr das Ganze zurückziehen, aber beim Legend 2 passt das auch so. Einzige, was ihr hier beachten müsst, was so die einzige Angriffsstelle bei dem Ding ist, dass ihr den Mechanismus hier nicht umklappt. Dann geht er auch kaputt. Das ist das Einzige. Passiert aber im Normalfall nicht, wenn du damit normal umgehst. Das hier ist der Vorgänger, ist die Aegis Legend 1, den benutze ich seit 3,5 Jahren. Sieht zwar ein bisschen runter aus, ist ein bisschen größer und schwerer, aber der solideste Akkuträger, den ich jemals hatte. Weil der ist immer noch wasserdicht und funktioniert wirklich tadellos immer noch.
So, habt ihr gleich nochmal gesehen, wie viel Dampf da rauskommt, weil es gibt einige Leute, die wollen da irgendwie auf 200 Watt dampfen. Sinn dahinter sehe ich nicht. Von mir aus könnte es auch weniger Dampf sein. Du hast aber einfach hier einen richtig tollen Geschmack. Bis bei 80 Watt, ja, ist jetzt ein bisschen vollgedampft hier und hast einfach einen richtig guten Geschmack. Halten tut das Ganze, auslaufen tut es nicht. Die Befüllung ist sinnvoll geregnet, hast einen Bajonettverschluss. Nicht irgendwas zur Seite schieben oder so, was in der Tasche aufgehen kann, sondern Mechanismus, der einfach immer funktioniert. Wer schon ein bisschen länger dabei ist, gerade 2017 hast du die Dinger, die du auf- und zuschrauben musstest und da, wenn der Liquid dazwischen hing, war es teilweise ein Krampf, die Dinger aufzubekommen. Die Coils halten lange, der Verschleiß ist da super. Ich bin jetzt hier beim zweiten Gerät, was dieselben Auswechselcoils, sonst hat jedes eigentlich immer eigene, was aber dieselben benutzt, ist auch von derselben Firma. Bin ich jetzt 6 Wochen dabei und habe da auch über 6000 Züge damit schon geschafft. Also qualitativ würde ich die als top einstufen und 3 Euro für einen Coil finde ich auch einen guten Preis, wenn du überlegst, dass die 2 bis 6 Wochen aushalten. 6 Wochen ist vielleicht eher ein Sonderfall. Orientiert euch an 2 bis 4 Wochen am besten und das ist dann realistisches Ergebnis. Da einige auch fragen, welches Mischungsverhältnis sollte ich hier nehmen, kannst eigentlich jedes nehmen. Wenn du so eine Longfill-Liquids, die du einfach nur auffüllst, habe ich auch mal im Video erklärt, nimmst, packe ich da einfach 100% VG rein. Das heißt, der kommt mit jedem klar, da nicht auslaufen kann, kannst du auch dünnere Varianten wählen. Ja, ich würde sagen, das war das dazu und für den Preis, preislich ist es so im normalen Segment, so irgendwie zwischen 55 und 80 findest du die Dinger teilweise im Angebot. Ja, das ist normaler Preis von 2 Akku-Akkuträger mit einem Verdampfer oben drauf, aber halt, dass er wasserdicht und stoßfest ist, das hast bei den wenigsten Herstellern. Für mich halt wirklich momentan das Gerät am Markt für den Preis. Ja, würde sagen, das war's auch für dieses Video. Wir haben da wirklich, glaube ich, alles ganz ausführlich beleuchtet. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt mal in meiner Einsteiger-Playlist vorbeischauen. Ich werde sie unten in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt aber auch einfach auf den Kanal klicken und da ist sie auch mit oben aufgeführt, wo ich nochmal grundlegende Themen beleuchtet habe. Ähnlich wie hier, man muss das einmal gehört haben, ist nicht kompliziert. Sobald man es einmal gehört hat, ist das eigentlich ein Kinderspiel. Ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Alle Leute, die das Gerät jetzt vielleicht haben und meinen, ah, guck mal, den Punkt hättest du vielleicht nochmal erwähnen können, könnt das unten in die Beschreibung, unten in die Kommentare nochmal reinschreiben. Für die Leute, die überlegen, hole ich mir das, hole ich mir das nicht, könnt ihr da nochmal euer Feedback abgeben. Ansonsten, das Ganze hier ist immer eine ziemlich brotlose Kunst. Du darfst weder mit Herstellern zusammenarbeiten, noch darfst du sonst irgendwie Werbung für das Thema machen. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne unter dem Video Mitglied werden. Das heißt, ihr zahlt 2 Euro im Monat, solange bis ihr das einfach wieder deaktiviert. Das ist irgendwie ein Klick. Und dann wird es für den nächsten Monat nicht mehr 2 Euro abgezogen. Damit unterstützt ihr natürlich so eine Sache, weil so ein Video sehr, sehr aufwendig ist. Und das Gerät muss natürlich auch bezahlt werden. So, das war's von meiner Seite. Schönen Abend, schönen Tag euch noch gewünscht. Ja, ist für die Leute geeignet, für Raucher und Leute, die von der Shisha kommen oder die einfach was suchen, was vom Durchzug nicht ganz schwer ist. Weil wenn ihr an Zigaretten denkt, die haben ja einen schweren Durchzug. Also du musst halt stark dran saugen, dass da was rauskommt. Hier hast du eher einen leichteren Durchzug. Der Zug ist so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, der hat so einen leichten Zugwiderstand. Bei der Shisha, wenn ihr die schon mal geraucht habt, habt ihr auch so einen leichten Zugwiderstand. Ja? Weil der Rauch muss ja erstmal durchs Wasser durch. Da habt ihr so einen gewissen Zugwiderstand, einen leichten, aber wesentlich offener als bei einer Zigarette. Die einen Raucher stehen eher auf Geräte, die sehr nah an der Zigarette sind. Die anderen sagen, nee, ich will was, was nicht wie die Zigarette ist, sondern eher einen leichten Durchzug hat. Dann ist es für mich halt von der Preis-Leistung das Gerät meiner Wahl. Bis dahin, schönen Tag euch noch.